Hallöchen zusammen. Herzlich willkommen zurück zu XP. Hearts of Iron 4. Wie schaut's denn hier momentan aus? Die machen wir jetzt am wenigsten, macht aber auch nichts. Das macht rein gar nichts aus. Ölreserven schaut noch. Ja, es geht, es geht. Möchten vielleicht noch mehr Öl eigentlich. Öl. In einem Gebiet, den wir erobert haben, direkt nochmal Öl bauen. Ölplantagen hinbauen. Zack. Das können wir auch noch alles brauchen. Der Rest ist gerade egal. Der Rest ist egal. So, wir haben Deutschland aktiv gemacht. Wir haben Bombardierungen auch da. Wir haben auch Dichter und auch Dichter. Unterstützung sind unterwegs. Yep. Ich glaube, Frankfurt brauchen wir gerade ein bisschen mehr an der Stelle. Yep. Mit Betonung auf ein bisschen mich arg viel, aber ein bisschen zumindest. Angreifen, angreifen, auch hier angreifen. London ist sicher, hier wird noch angegriffen. Dann haben wir hier auch alles, was wir benötigen. Wir haben nochmal 20... Was? Okay. Warum seid ihr alle da unten? Wo müsstet ihr eigentlich sein? Hm? Wo müsstet ihr eigentlich sein? Genau, hier in Deutschland müsstet ihr eigentlich sein. Wir machen euch jetzt noch in... was sieht man hier vorne eigentlich noch? Nicht mehr viel, würde ich sagen. Rot, hellblau. Richtig hellblau. Yes, sir. Sieht man auch nicht mehr. Dann weiß jetzt da. Und ab nach Berlin rein. Go. Ach, da waren auch noch welche von euch. Ha. Wo man euch nicht überall findet, ist ja der Wahnsinn. So, wie schaut es momentan aus? Immer noch nicht so gut. Yep. Etwas, was mich jetzt nicht ganz so verwundert. Spezialist und weiter in Richtung Angriff gehen. Yep. Deutschland kann nicht mehr so viel haben. Sie verlieren auch gerade vollends gegen die Sowjets. Oder Deutsch Service, ja. Wir können sie aushungern, aber sowas von können wir die aushungern. Okay, wir holen euch mal. Oh. Die Experte, dankeschön. Ich würde sagen, wir holen jetzt erstmal alle, die wir noch haben hier, was ziemlich viel sind, in ein Kontingent hier rein. So, dich. Nochmal. Nee, wollte ich gerade sagen, das sind noch ein paar andere mit drin, so wie es ausschaut. Yep, weil sie zu viele wegholen davon. Danei. Danei. Ihr auch. Kommt alle zu dem einen Trupp hier rein. Sodle. Haben wir noch welche irgendwo? Ja, natürlich. Auf der Insel. Sonst noch irgendwo? Nein, nicht mehr. Das war's. Okay. Wir haben so viel Zeugse. Ihr werdet... Ihr könnt alle nicht gelöscht werden. Ihr könnt gelöscht werden. Yep, her damit. Das ist noch so ein Ding, das verstehe ich nicht ganz. 3000 Ausrüstung. Wir benötigen bei weitem nicht eure gesamte Power. So. So, das seid ihr jetzt noch. Ihr dürft mir quasi Italien verteidigen, egal wie. Hauptsache ihr macht irgendwas weg mit euch. Hauptsache ich habe euch nicht mehr vor der Gosche. U-Boot wird auch erforscht. Dann weiter. Wo gibt es denn jetzt noch Probleme bei euch? Hier. Können wir es lösen? Wir können es nicht lösen. Können wir Brüssel lösen? Wir können Brüssel lösen. Brüssel! Bam! Solle. Es sind echt viele da, muss man sagen. Aber wenn man natürlich mit ein paar Atombomben um sich schmeißt, ist bald nichts mehr da. Solle. Währenddessen sagen wir... Weg. Außer Betrieb genommen, auch jede Menge wegmachen. ...5000 verschiedene Regimenter. Die eigentlich alle genau das gleiche bringen, wenn man es richtig sieht. Eieiei. Er macht mich echt fertig. Spiel, du machst mich echt fertig an der Stelle.
Ich will Volkan in den Tod schicken. Das wäre natürlich auch noch was. Glorreich in den Tod fahren. Heldenhalb durch den Kampf. Das wäre noch was. So, schauen wir doch mal. Wie ist der Luftkampf hier? Theoretisch bist ganz stark gewonnen an der Stelle. Yep. Das ist doch schon mal eine schöne Sache, wenn man die sieht. So, haben wir noch irgendwas übrig? Ja, noch mehr Bodenzerstörung. Noch weniger abfangen, noch mehr in die Luft knallen. So schaut es nämlich aus. Erweiterungen sind soweit auch fertig. Ich glaube, dann hätten wir es eigentlich soweit. Und der eine Panzer. Ich meine, wir können zur Gaudi mal gucken, dass wir runterkommen, aber brauchen tun wir sie, glaube ich, eh nicht mehr. Das eher weniger. Agent gefangen genommen. Nein! Alles nur das nicht. Gefangennahme. Die gute Dame ist relativ gut mit dabei. Und los geht's. In 2 Monaten haben wir euch wieder draußen, dann passt es schon. Wir haben Leipzig. Und Leipzig reicht nicht aus als Versorgungszone. Willst du mich vergackeiern? Und dann müssen wir Leipzig aufbauen. Das könnte ich auch sein. Moment. Leipzig, Leipzig, Leipzig. Eigentlich eher weniger. Theoretisch zumindest nicht. Ich sehe hier nichts. Ah nein, Leipzig ist gar kein Knoten. Da müssen wir einen draus machen. Dann machen wir jetzt zur Gaudi einen draus. Was soll's. So schlecht kann es ja gar nicht stehen. Annehmen. Das wäre noch eine Kanone hier eigentlich. Aber wir können auch sagen, komm, was soll es hier? Brüssel und Co. Kriegt nochmal eine Bombe ab. Nochmal ein bisschen was verloren. Schweizer Agent gefangen genommen. Warum werden Schweizer zu mir? Ja. Okay, wir haben genug LKWs wieder, stelle ich fest. Aber immer noch nicht genug Ausrüstung. Immer noch nicht genug Ausrüstung. LKWs um 10 nach unten setzen. Um noch mehr davon zu haben. Und noch mehr Zusatzrüstung, sobald wir es können, natürlich, sobald wir es können. U-Boot ist hier fertig. Wie gesagt, eigentlich soweit egal. Was wie der Rest von allem. Ich glaube, ihr seht, es ist gerade alles egal. Wir haben alles gemacht, was wir so haben möchten eigentlich. Könnten hier noch ein bisschen was machen. Konvoi-Eskorte, U-Boot-Abwehr. Alles nicht so wild momentan. Alles nicht so wild. Ja, vielleicht noch ein paar mehr Reaktoren bauen. Ein paar. Nicht arg viele, aber ich habe gemerkt, dass so quasi die Afrika-Küste, da ist ziemlich viel Platz für Atomgeneratoren. Jetzt schießen immer noch genug. Nicht Angriffspakt, machen wir das. Mit Japanisch-Mongolisch. Was? Ihr seid das hier gerade. Aber Tour ist doch hoch. Also das heißt, theoretisch dürft ihr auch abdampfen. Ihr dürft euch reparieren. Ich sage nicht nein dazu. Ich sage nicht nein dazu. So, ihr kommt auch noch mit rein. Kommt jetzt in den Hafen hoffentlich mal rein? Das wäre echt schön. Oh, ich sehe gerade, der Fall von Berlin. Die Jungs haben es geschafft. Sie haben es geschafft. Aber wir brauchen definitiv noch mehr. Noch mehr Öl. So, wie jetzt? Gucken wir mal her. Zack, 8 Dinger. Agentin gefangen nehmen. Die nächste, natürlich. Warum auch nicht noch mehr Agenten gefangen nehmen?
Portugal können wir auch noch was mitnehmen und China auch noch. Ach, wir sind hier gerade, das erklärt so einiges. Sowjets. Yep. Iran. Besser, wesentlich besser. Können wir hier noch ein bisschen was wegmachen, das passt schon soweit. Dann sind wir bald voll. So, 16. Mai, die eine wird rausgeholt, die andere kommt rein, zum Glücklich sein. Wir haben auch Berlin, das heißt, theoretisch müsste eigentlich Deutschland dem nicht kapitulieren. Ihr hier. Angriffstrupp. Go, go, go. Ja, ich helfe sogar noch mit einer Atombombe mit. Bam, solle. Letzten zwei Punkte kriegen wir jetzt auch noch dadurch. Würde ich jetzt mal ganz stark annehmen. 18. Mai, komm, komm, komm. Deutschland ist runtergefallen. Das gefällt mir doch. So. Und haben wir noch alles da? Dich haben wir noch da. Natürlich haben wir dich noch da. Wir möchten bitte. Letzten Truppen, die hier noch da sind. Möchte dich nach dahin verfranzen. Und der Rest darf bitte komplett nach da oben durchrauschen. Go, go, go. Wir sagen, ihr nehmt das hier bitte einnehmen. Zack und zack. Und wir haben euch hier noch. Ihr dürft Rotterdam einnehmen. Sodle, dann die ganze Schar hierhin. Attacke. Jetzt habt ihr sowas von. Jetzt seid ihr hinüber, seid ihr jetzt. Dorthin, dorthin und dorthin. Das letzte bisschen wird natürlich rausgepresst und dann haben wir es auch endlich geschafft. Auf, dass wir endlich fertig werden. Ich könnte jetzt noch gegen den Kommunismus kämpfen, auf jeden Fall. Aber ganz ehrlich, wir sind schon bei 46. Es gibt Dinge, die müssen wir nicht machen. Nein, seid noch nicht bereit. Kollaborierend. Haben wir dich, dich, dich. Das passt soweit. Unsere Agenten sind wieder alle frei. Yep. Die machen Heimatschutz mehr. Brauchen sie auch gerade nicht mehr machen. Das passt soweit schon. Noch mehr in die Flotte hier unten reinsetzen. Und noch mehr nachproduzieren, so wie es ausschaut. Natürlich. Nochmal hier ein bisschen was machen, dann dich noch machen. Das noch ein bisschen mehr machen, da noch ein bisschen mehr reinhauen. Wie viel wollt ihr denn noch sehen von mir? Meine Güte. Das war jetzt einiges. Aber ich glaube, wir könnten mit Stahl noch ein bisschen was haushalten, oder? Ja, guck mal hier, Stahl. Öl, Öl, Öl. Alles machen. Alles nachproduzieren, das brauchen wir nicht mehr. Das passt soweit. Hier. So. Alle nach dorthin und alle nach dorthin. Go. Hier. Alle nach dorthin. Alle nach dorthin. Go. Sodle. Als nächstes. Genau, durch Großungarn werden wir alle reinrauschen. Das ist mir jetzt gerade egal. Stahl brauchen wir nicht machen. Der Sprit ist gerade eher das Problem. Weiterentwickelte Panzer. Natürlich. Panzerpiraten Joche. Wir brauchen bitte alles von euch. Wirklich alles. Gehören uns diese Gewässer eigentlich? Ja, teilweise. Teilweise sogar, wie es ausschaut. Wir könnten doch hier angreifen. Das heißt, ihr hier macht eine Seeinvasion von da nach Oslo rein. Und seid happy damit, dass in 48 Tagen ist. Pff. Ja, was soll's. Was soll's. Neue U-Boot-Schnorchel. Kann man gut gebrauchen. Könnte man nämlich auch sagen, bitte machen wir jetzt ein neues U-Boot. Wir werden es nicht mehr daran gebrauchen.
Aber ich möchte doch halt nicht Schnorchel. Radar hier. Das Ding so als als Finden im Wasser. Ah, ich habe keine. Habe ich nie ein Typi gehabt? Ah, schade. Borders, Borders, Borders. Rein da. Egal wie, einfach nur rein da, Solle. Dann möchte ich dich, dich, dich und dich hier. Alle dort haben, damit ihr hier angreift. Das wäre recht schön. Solle. Sonst noch irgendjemand. Ich glaube, da hinten kann mich niemand mehr angreifen, würde ich jetzt mal behaupten. Deswegen schicken wir euch noch nach da drüben hin. So und so. Und ich möchte bitte... Diesen groß angelegten Mega-Angriff. Ist der immer noch hier? Ja, das ist immer noch da. Weg damit. Ja, ihr findet schon euren Weg. Ich glaube an euch. Ich glaube an euch. Einfach 150 Panzer erstellen. Das passt mindestens genauso. Dann sagen wir, ihr kommt auch damit hin. Und schaut auch, dass ihr Richtung nach da oben kommt. Befreit Schweden. Von der Tyrannei. 15 brauchen wir schon mittlerweile. Russ-Ungarn ist auch gefallen. U-Boot-Abwehr ist auch soweit fertig. Schlachtschiff-Doktrine, was soll's. Ihr werdet alle zerfressen werden. Und so geht's jedem, der sich mir in den Weg stellt. Ja, yep. Schweden wird befreit werden. Da gibt es nichts mehr, was die machen könnten. In irgendeiner Art und Weise. Wir können auch sagen, die Hälfte soll noch darüber gehen. Und auch hier die Hälfte soll noch darüber gehen. Damit, dass wir noch ein bisschen Zerstörung hier haben. Das war es auch schon. Noch ein paar Kanonen stelle ich gerade fest. Immer noch Atombomben, aber ja. Weg, weg, weg und noch mehr weg. Theoretisch solltet ihr dann weg sein. Finnland. Ah, Finnland fällt auch noch unter den okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hätte ich jetzt nicht gedacht, Finnland auch noch hier mit dabei wäre. Aber ganz ehrlich, wenn wir eh schon hier drüben sind, was musst du noch eine. Du musst nichts mehr machen. Vergiss es. Dort rüber. Bis noch dort drüben angreifen und gut ist. Das kriegen die schon hin irgendwie. Das kriegen die schon hin. Nehmen wir nichts in Sachen Bombardierung gerade, oder? Nein, überhaupt nichts. Könnte ich denn hier in die Berge eine Bombe einsparen? Kann ich, wunderbar. Berggruppe Nummer 1, Berggruppe Nummer 2. Und wo sind denn noch ein paar Stück, die gerade denken? Ja, warum nicht? Berggruppe Nummer 3. Sottle. Dann ihr hier. Zack. Angriffsbefehl machen. Go, go, go. Und hier unten, ja, was so ist. Drei Atombomben in einer Stunde machen. Ja, das ist kein Problem, wenn das halbe Land auf Atombombenproduktion ausgelegt ist. Muss ich jetzt an der Stelle mal sagen, das ist keine Meisterleistung. So, geht irgendwo hin. Mir ist es gerade egal. Jugoslawien ist befreundet, wenn es nicht befreundet. Es ist... Solidarisch nicht, so wie es ausschaut. Okay. Solidarisch im Nichts. So, die Legionäre sind weg vom Fenster. Bulgarien bitte auch noch. Dann gibt es niemanden mehr, der uns irgendwie kaputt machen könnte. Ich meine, das können sie jetzt schon nicht mehr machen. Das muss schon mal gesagt sein, aber ja. Genauso wie hier. Bitte vor uns niederwalzen. Dankeschön. Auf nach oben, auf nach Toronto. Attention, attention. Los geht's. Go, go, go. Ihr habt nichts mehr zu tun. Das glaube ich mal weniger. Ich wollte eigentlich das hier machen. So, so, so. Alle Himmelsrichtungen. Ihr geht dorthin und greift mir dann so rum an. Passt soweit. Egal wie, ihr werdet das schon schaffen.
Ihr braucht doch bestimmt diese Festung nicht, oder? Nein, auf keinem Auge. Atomare Notlösung. Hilft ja alles nichts. So, 85 Stahl. Ich glaube, das werden wir so schnell nicht bekommen, wenn es so weitergeht. Ja. Vielleicht kapituliert. Das ist doch schon mal schön. Muss nur noch der Rest folgen. Neider, neider, neider. 85%. Eigentlich könnten sie jetzt schon kapitulieren. Geht ja, es gibt ja nichts mehr. Das bisschen, was sie noch machen könnten. Na, noch mehr Schiffswerften, natürlich, genau das brauche ich jetzt. Noch mehr Schiffswerften. Amphibisch. Ach komm, was soll's. Gib ihm halt noch Amphibisch mit dazu. Dann freut es sich. Hat er noch einen weiteren Orden. Sordele, das scheint mir ein großer Panzer zu sein. Ich würde mal sagen, da müssen wir auf jeden Fall Atombomben aufschmeißen. Das hilft ja nichts. Ich wollte gerade sagen, das soll es dann aber gewesen sein. Ja, der große, schwere Panzer hier wurde überrannt. Und wir haben es endlich. Wir haben den meisten Anspruch auf einfach alles. Deswegen werden wir auch einfach alles mitnehmen nach und nach. Genauso wie die ganzen Küstengebiete hier. Da kann uns niemand irgendwas sagen. Südafrika und Co. Du bist mein Kontinent. Du warst es und wirst es auch immer sein. Immer sein und immer bleiben. So, habt ihr Anspruch hier drüben auf irgendwas? Ja, Venezuela, meins. Brauchen wir hier irgendwas? Anscheinend nicht. Das gefällt mir doch schon mal. Habt ihr hinten irgendwas noch? Yep. Aber sowas von die ganzen kleinen Inselgruppen hier hinten können alle jetzt mir. Der Rest ist mir egal für den Moment. Yep, der Rest ist mir egal. So, das kleine Gedönsel brauche ich auch nicht. Die Halbinsel hier möchte ich gerne haben. Für den Notfall können wir die noch mitnehmen. Das passt. Sordele. Dann nehmen wir jetzt Italien auseinander. Und das Gebiet hier möchte ich auch haben. So, meins. Annektieren. Fordere ich. Das möchte ich bitte einfordern an der Stelle. Genauso wie den ganzen Bereich hier. Gehört alles unter meinem imperialen Schirm. So, genauso wie hier. Die ganze Küste braucht auch niemand von euch. Also wie Griechenland, komm, was soll's. Mittelmeerraum ist einfach meins. Das schaut doch gar nicht mal so schlecht aus. Dich auch noch mit reinnehmen. Dich nehmen wir noch mit. Und dich nehmen wir noch mit. So, zack, mitnehmen. Anfechten und weiter geht's. Einfach mal weiter hier rüberziehen. Den ganzen Gruß braucht ihr doch auch nicht da. Als ob ihr das hier nötig hättet. Und dich hier noch. Passt. All diese Gebiete benötigst du nicht. Ich habe genug Punkte, um alles, das alles mir gehört, fordern. So. Finnland, Gedönsel. Brauchen wir irgendwas von da oben? Eigentlich nicht. Norwegen, Finnland. Können die gerne haben. Aber das hätte ich gerne noch zurück. Also wie dich, dich hier, dich, dich, dich. Es gibt halt einfach Dinge da. Das kann ich nicht für gut heißen. Dich haben wir noch alles. Dich besitzen wir auch. Albanien. Hatten wir jetzt auch unsere Fahne noch rein.
Das sind wir überall drin. Hier auch, hier auch, hier auch. Hier auch. Hier auch soweit. Wie ich sehe, haben wir gerade alles noch in Beschlag genommen. Genau, alles auswählen. Finanzen 700, alles auswählen. Yep. Dann, bitteschön. Es ist viel, aber wir loten sie aus. Oh ja. 4000, das ist richtig viel. Können wir vielleicht mir schon ans Ende kommen? Mir gehen langsam die Punkte aus. Ich glaube, jetzt haben wir wirklich alles ausgewählt. Ja, wir haben alles. Und ich hätte gerne auch noch die Bismarck. Ja, ich hätte auch noch gerne ein paar Schiffe von denen. Warum nicht hier die drei? Die sehen schön aus. So, Forderung. Ich weiß, Niederösterreich und Co. Ihr wollt alles wieder haben. Ihr kriegt es aber nicht. Ich werde die Obermacht behalten. Dieses Fordern ist echt eine schlimme Sache, muss ich sagen. Oh. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein Problem. Hinterpommern auf jeden Fall. Hinterpommern, Vorpommern und Ostmark. Wenn wir nach und nach. Und die Ostmark. Wir gehen langsam echt die Punkte aus, stelle ich fest. Huhuhu. Wir haben noch ziemlich viel übrig. Ja, es wird hässlich ausschauen. Es wird massiv hässlich ausschauen, wenn ich das nicht fordere und das auch nicht fordere und das auch nicht fordere. Dann könnte ich aber vielleicht hier noch was fordern. Böhmen. Der Kosovo. Ja, den möchte ich noch haben. Jetzt muss ich genau hinschauen. Mähren ist nicht mehr auf der Tagesordnung drauf. Nordslowenien. Nein. Nordungarn haben wir noch da. Yep. Öffnen haben wir noch da. Yep. Die beiden fordern. Dann tun wir, okay, dann müssen wir jetzt so ein bisschen rummachen. Was haben wir hier noch? Jemel, 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 bist du irgendwo da? Königsberg. Transsilvanien. Können wir aufgeben, würde ich sagen. Ja, das müssen wir mal kurz ausgeben. Es hilft nichts. Es hilft ja nichts. Okay, einmal schließen. Sodle. Ostmark fordern. Vorpommern fordern. Auffordern. Königsberg fordern. Dann. Östliches Sudetenland. Fordern. Wo ist Böhmen und Co.? Friede können wir auch machen. Die Ostlande machen wir noch. Mehr noch drin oder nicht drinnen. Ja, ich ein bisschen
Ostslowakei fordern. Mährenböhm, Ostslowakei. Westslowakei noch? Mähren, 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 wo bist du? Du musst irgendwo noch zu finden sein. Ich meine, die Memel, einfach nur um gegen die zu ringen. Ermland, 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 Ermland. Das Sudetenland. Haben wir schon aktiv gemacht? Noch nicht, so wie es ausschaut. Okay, Krakau fordern. Warschau. Wäre auch noch was. Muss im Mund, keine Ahnung, wo das ist. Das kann man auch aufgeben. Dann haben wir wieder ein bisschen was zu Lappland. Lappland möchte ich haben. Katschum Kiew, wo soll die denn? Was soll's? Ich möchte dich und dich auf jeden Fall noch haben. Zack. Das kann man aufgeben. Das tun wir aufgeben. Und das tun wir aufgeben. Das heißt, wir haben eh nicht mehr genug übrig. So, die da hinten können wir aufgeben. Passt. Schließen. Immer noch. Sudetenland. Alle mitnehmen. So. Also wie die ganzen oberen Sachen hier alle mitnehmen. Minus 5000. Warschau. Geben wir auf. Kiew geben wir auf. Krakau geben wir auf. Westslowakei. Wenn wir nicht aufgeben, fordern wir. Die Memel fordern wir auch. Sördle. Wir könnten ja die wieder zurückgeben, die Sachen hier. Ne, das haben wir schon. Okay. Großungarn. Kann man weglassen. Das kann man weglassen. Das möchte ich auf jeden Fall da unten haben, die 200. Okay. Dann noch einmal. Dich. Dich und dich mitnehmen, mir mitnehmen, Ostland aufgeben. Okay, los geht's. Vorpommern fordern. Zack. Haben wir's jetzt. Sind wir jetzt fertig mit der Welt? Ist jetzt hässlich genug, oder wie? Ich glaube ja. Achso, das sind jetzt die Schiffe noch. Alle abbrechen. Haben wir noch irgendwelche Gebiete offen gerade? Nein. 2450. Das ist ein bisschen viel. 465, das wäre ein bisschen wenig. Kosovo haben wir, dich haben wir. 200. Das würde sogar noch gehen. Irgendwas mit 109. Zurücksetzen, dankeschön. Nochmal zurücksetzen. 400 sind wir hier, 800 sind wir schon hier. Dieses Glücksspiel an der Stelle ist nicht mehr feierlich. Okay, bestätigen, pass. Das war's. Mehr geht nicht, mehr geht nicht. Ihr bekommt was, nicht da, was weg. Wir bekommen 118 Gebiete. So schaut's jetzt aus. Pff.
Oh mein Gott, ja, es ist nicht schön. Es ist potthässlich da hinten, aber was soll's. Wir haben, was wir wollten. Eine riesengroße Macht. Es gibt niemanden, der uns sowas anhaben könnte. Eventuell noch die Sowjets mit ihren Sachen hier, ja, aber ganz ehrlich. Vergiss es. Forget it, forget it, forget it. Das tun wir jetzt alles wegmachen, das macht bloß der Rechner langsamer. Und die Hoffnung stirbt zuletzt. Ihr seid alle bereit. Wunderschön. 3,7 Millionen Leute. Fast 1000 Fabriken, die alles produzieren können, was wir möchten. Wir haben den Großteil von Europa eingenommen. Schweiz natürlich nicht. Prag und Co. und das Eck hier unten. Ist so ein Sonderfall mal wieder. Genauso wie das hier unten. Also, das ist ja. Hätte schöner sein können. Aber dafür haben wir hier noch was bekommen. Der untere Bereich gehört uns. Also, wir können eigentlich alles erreichen. Wir können alles erreichen. Hätten wir das mit Norwegen noch ein bisschen schön hinbekommen, hätte man vielleicht auch noch sagen können, wir machen das Nordimperium draus. Aber ja, was soll's. Was soll's. Wir brauchen dich nicht mehr. Wir brauchen jetzt einen Korgi mehr. Aber ich glaube, den werden wir so schnell nicht bekommen. Definitiv nicht mehr. Dass Japan wir gegen uns schon wieder vorgehen, ernsthaft. Nicht. Immer das gleiche, okay. Also bevor wir jetzt mit Japan noch einmal in den Krieg gehen wegen nichts und wieder nichts, würde ich mal an der Stelle sagen, kollaborieren haben wir noch auf Deutschland, ja. Yep. Gibt es Deutschland noch? Tatsache. Deutschland existiert noch. Mit Japan und Co. Wir können es noch vollkommen vertreiben da oben, aber das ist nicht mehr wert. Das ist nicht mehr wert. Dieses Monster. So dass man das. So gibt es ein schönes Bild. Wenn man im Hintergrund einfach nur das hier sieht. Was soll's. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht beim Zuschauen. Ich hätte es auch gerne alles ein bisschen schneller gemacht, aber ja. Probleme. Gerade mit der Königin Elisabeth, die hat sich echt Zeit gelassen. Dieses Zufallsevent ist viel zu zufällig. Es wäre schön, wenn man noch einen Regler hätte, damit quasi wir den guten Georgia ein bisschen, ja, mehr zu triezen könnten. Eher abzudanken. Also jetzt nicht unbedingt im Fall von er stirbt, aber das halt auf einem Weg abdammt. Was soll's, was soll's. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Also würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei sein könntet. Macht's gut und wie immer natürlich. Tschüss alle.